Ja. Hallo Herr Trüger, Jenny Arndt von der DBG, den Herrn Bert Trüger am Telefon. Ja. Super, wir melden uns derzeit bundesweit von der DBG bei allen Arbeitnehmern, die in Vollzeit oder in Teilzeit angestellt berufstätig sind. Und zwar geht es da um Ihren Anspruch auf staatlichen Zuschuss, den Sie ja jetzt jährlich nochmal über das Finanzamt erhalten. Steuerpflichtig angestellt sind Sie, Herr Trüger, oder? Ja. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesen neuen Telefonaten, die ich euch heute mitgebracht habe. Zwei Telefonate habe ich euch heute mitgebracht, die beide wieder höchst unseriös sind. Das erste Gespräch hier, ja, man weiß nicht so ganz genau, in welche Richtung das hier gehen soll, aber Fakt ist, eine Anruferlaubnis hat es hier schon zu Beginn gar nicht erst gegeben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wo ihr am Telefon aufpassen solltet. Das ist gut, weil dann betrifft es ja die Gesetzesänderung auch. Das haben Sie aber bestimmt mal in der Lohnabrechnung gesehen oder so mal in den Medien gehört, dass jeder Arbeitnehmer eben diesen Zuschuss auch bekommt. Das sind pro Berufsjahr 20% auf die 480 Euro vermögenswirksame Leistung, die Sie über Ihren Lohn, über Ihren Arbeitgeber beziehen. Das sagt Ihnen schon was, dass Sie das beantragen dürfen? Nö. Tja, und selbst wenn man da irgendwas beantragen kann, warum ruft sie denn einfach an? Ich meine, sie hat ja hier gesagt, sie rufen einfach überall an, alle Leute, die arbeiten sind, und naja, gleich danach fragt sie, ob ich arbeiten bin. Es ist schon irgendwie ziemlich fragwürdig, wie die hier an ihr Geld kommen wollen. Noch dazu ist bekannt, dass vermögenswirksame Leistungen nicht zwingend für euer Portemonnaie gedacht sind, sondern eher für denjenigen, der diese Leistungen anbietet. Denn vermögenswirksame Leistungen, die bekommt man auch nur dann ausgezahlt, wenn die Firma später bei der Auszahlung überhaupt noch existiert. Und das ist tatsächlich das Problem, was man heutzutage sehr, sehr oft hat. Ist auch oftmals mit Renten so, dass man irgendwelche vermögenswirksamen Leistungen für eine Zusatzrente einzahlen kann. Nur wenn es dann irgendwann mal so weit ist, muss die Firma aber auch noch am Markt sein. Tja, und das erzählt man hier natürlich von Anfang an schon wieder nicht. Okay, also das gibt es schon lange. Das ist diese VWL. VWL Gesamt steht ja in der Abrechnung. Das ist immer so ein gleichbleibender Geldbetrag von 40 Euro im Monat, den der Arbeitgeber im Rahmen der Gehaltszahlung monatlich abführt. Übrigens bis zu 100% noch übernehmen kann. Und die werden dann direkt in die staatlich geförderte Sparanlage, in das Produktivsparen auf ihren Namen eingezahlt. Tja, also das mit der VWL, das stimmt tatsächlich. 40 Euro kann euch der Arbeitgeber derzeit steuerfrei einfach so aushändigen. Das kann auch in ja, Geld sein, dass man das einfach euch schenkt, die 40 Euro. Macht nur leider fast kein Arbeitnehmer mehr. Die Gehobenen vielleicht schon noch, aber ich habe selber schon sowas schon erlebt, dass ich vom Arbeitgeber eine Art Kreditkarte hatte, also wie so eine Prepaid-Kreditkarte, wo der Arbeitgeber hin und wieder mal ein bisschen Geld aufgeladen hat, wenn man denn irgendwelche Leistungen in der Arbeit geschafft hat. Naja, aber das sind dann 40 Euro. Naja, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Aber letztendlich das, was ich jetzt hier sagen möchte, ist, dass der Arbeitgeber die 40 Euro ja nehmen kann und dann diese in diese vermögenswirksamen Leistungen ja importieren kann. Das ist halt dafür genutzt wird das Geld. Ja. Dann schenkt euch also jetzt hier der Arbeitgeber 40 Euro jeden Monat, dafür, dass ich nicht weiß, ob es diese Firma eben, wenn es soweit mal ist, dann noch gibt, wenn ich mir das Ganze auszahlen lassen möchte. Tja, das Konzept der vermögenswirksamen Leistungen finde ich persönlich auf jeden Fall höchst fragwürdig. Noch dazu, dass dieser Anruf hier wieder ohne Werbeerlaubnis zustande gekommen ist. Mag vielleicht die Firma, die dahinter steckt, legal sein, ruft sie dann doch trotzdem illegal an. Ob jetzt die Gesellschaft, die hier genannt wurde, tatsächlich was davon weiß, dass das ja ein illegaler Anruf ist, das weiß ich tatsächlich noch nicht mal. Denn es gibt auch Firmen, die eben ja externe Callcenter beschäftigen, die dann halt eben für ja neue Verträge zuständig sind. Das ist ja bei Zeitschriften zum Beispiel oftmals der Fall. Es gibt halt den Verlag und jemand, der denn die Produkte verkauft. Das ist das wahrscheinlich, was wir hier am Telefon haben. Ist nur eine Vermutung, aber zumindest würde damit der ja, Betreiber dieser Firma, worum es hier geht, zumindest nicht in die Kritik geraten. Überprüfen sollte erst dennoch, dass man hier Anrufe erhält, die so nicht erlaubt sind. Aha.
da haben wir am Jahresende, klar, 12 mal 40, diese 480 Euro, immer am Jahresende VWL in der Sparanlage liegen. Und da werden Sie im Grunde ja belohnt vom bei Ihnen Finanzamt Neukölln. Die zahlen Ihnen jährlich auf diese 480 Euro 20%. Immer rund 100 Euro Zuschuss für Sie haben oder nicht haben. Sind unterm Strich am Jahresende ja ca. 600 Euro steuerfreies Einkommen. Zusätzlich zum Lohn und das Ganze pro Berufsjahr. Würde ich mal sagen, gerade in den jetzigen Zeiten sollte man das nicht verschenken, Herr Trüger, ne? Ja, wenn es was gratis gibt. Würde ich immer nehmen, vor allem das bekommen jetzt nur Arbeitnehmer, wie gesagt, nur Voll- und Teilzeit. Habe ich Ihnen das denn soweit gut erklärt oder haben Sie da Fragen? Ja, weiß ich nicht. Was habe ich denn davon? Sie haben immer diese rund 100 Euro am Ende des Jahres einen Zuschuss, den Sie ja im Grunde vom Staat geschenkt bekommen, wenn Sie das so sehen. Den Zuschuss, klar, bekommt man jetzt nicht einfach so, ne, aufs Konto, sag ich mal, sondern den muss man selbstverständlich beantragen. Das ist genauso wie mit, sag ich mal, Corona-Hilfen oder Wohngeld, Kindergeld, ne, da gibt's ja mehrere Sachen, das kennen Sie ja alle. Diesen Antrag, den muss man aber nicht mehr wie früher jedes Jahr aufs Neue stellen, sondern den muss man jetzt tatsächlich noch einmalig stellen. Und zwar bekommen Sie den Antrag gleich direkt von mir, digital und online. Der wird online auch bewilligt. Und dann haben Sie 19 Jahre lang einen gesetzlichen Anspruch auf die Sonderförderung. Also ich sag mal, 19 mal knapp 600 Euro, da kann man sich, glaube ich, ein paar Wünsche mit erfüllen, würde ich sagen. Ja. Genau. Das Beste eigentlich ist für Sie, dass Sie das auch wissen, Sie müssen jetzt nicht wie früher bis zur Rente warten, um an das Geld zu kommen, sondern da können Sie von Jahr zu Jahr entscheiden, ob Sie Ihr Geld in der Sparanlage liegen lassen oder ob Sie sich auch zwischendurch einen Teilbetrag davon auszahlen lassen möchten. Das ist auch Ihre Entscheidung. Dazu Fragen, Herr Trüger? Nö. Okay, dann der Ablauf ist so, dass Sie jetzt von mir den Antrag schriftlich ausgefüllt per SMS erhalten. Wie gesagt, der wird dann direkt online bewilligt. Dann bekommen Sie und der Arbeitgeber innerhalb von 2 bis 3 Werktagen die schriftliche Bestätigung, dass natürlich der Zuschuss gewährt wird. Ja, und bei der nächsten Lohnzahlung im November haben Sie die ersten 40 Euro mit auf der Abrechnung dabei. Das wäre der Ablauf. Dann machen wir das doch für Sie fertig, oder? Okay, dann habe ich jetzt Bert Trüger. Ja. Haben Sie noch einen zweiten Vor- oder Nachnamen? Nee. Okay, im Braunschweiger Weg 77. 12055 in Berlin. Genau. Sie haben heute auch Feiertag oder heute nicht? Nee, heute nicht. Also morgen. Also wir haben zum Beispiel morgen, heute haben ja auch viele, deswegen habe ich so gefragt. Ja, morgen ist bei uns. Auch morgen. Ist doch auch schön, oder? Würde ich sagen. Ja. Super. Und heute müssen Sie auch noch arbeiten oder nicht mehr heute? Nee, heute arbeite ich nicht. Ich habe Brückentag. Ach, haben Sie ein Glück. Habe ich leider nicht bekommen. So, dann dürfen Sie mir einmal Ihre E-Mail-Adresse nennen, bitte. Ja, das ist B. B. ja. Trüger. Okay. Und dann @mdcc. Martha Gustav Cäsar Cäsar. Nee, MD. Dora. Ach, du, Martha Dora, ne? Und dann Cäsar Cäsar. Genau, und dann ja. fun.de. Wie Fun, ne? F. Ja. Friedrich, genau. Ulrich Nordpol. Punkt? fun.de. Das wird dann aber zusammengeschrieben nach dem Ad, oder? Ja. Okay. Und einmal Ihr Geburtsdatum, bitte. Das ist der 18.07.94. Der 18.07.94, okay. So, dann, Sie sind noch in der Steuerklasse 1 oder sind Sie geschieden, verheiratet? Bei sich? Nee, in der 1. Kinder mit in der Steuerklasse? Mhm. Okay. Und der aktuelle Arbeitgeber, wer ist das denn? Brauchen Sie das? Genau, weil der wird ja angeschrieben natürlich. Der bekommt ja dann auch die Post, dass eben der Zuschuss gewährt ist. Und der muss das ja im Grunde über die Lohnabrechnung auch abführen. Das muss ja der Arbeitgeber machen. Tja, in dem Fall brauchst du das tatsächlich, wenn sie da so einen Vertrag machen möchte. Da müssen wir uns dann wohl was einfallen lassen, damit wir sie hier noch ein bisschen beschäftigen können am Telefon. Denn ich fand das jetzt hier auf jeden Fall mal ein interessantes Gespräch. Auch wenn der Anruf selbst jetzt hier nicht legal ist, zumindest ruft sie ja einfach so an, bei einem Datensatz, der B. Trüger heißt, ist ja schon irgendwie komisch. Aber gut, naja, lassen wir sie mal weiterreden und gucken mal, was noch so passiert. Ach so. Ja, dann ist es die Google Inc. Google Inc., ne?
In Berlin oder wo arbeiten Sie da? In Berlin. Google Berlin, da hätte ich jetzt Tucholsky Straße 2, ist das der? Ja, das gehört dazu, genau. Da ist jetzt die Buchhaltung. Okay, aber das ist dann der, die auch auf der Abrechnung dann stehen, oder? Ja, genau. Also Google einfach INC, ne? War auch ein schöner Job, oder? Wenn ich das... Ja, geht. Geht? Macht nicht so einen Spaß. Ach, ja, ist halt viel zu Hause, ne? Ach, haben Sie viel Homeoffice, okay. Mhm. Ja gut, ich sag mal so, zwischendurch denkt man ein bisschen da mal auch die Kollegen mal wieder sehen, ne? Oder? Ja, im Moment eigentlich nicht mehr. Nee? Nee, also die Büros werden nach und nach abgeschafft. Also es wird alles auf Homeoffice verlagert. Ah. Und das ist, ja gut, das ist auch nicht so meine Welt. Ich meine, manche mögen das ja gerne, aber na, ich sag mal so, das ist immer das. Naja, aber ich sag mal, besser wie nix, ne, Herr Trüger, oder? Mhm. Ich muss mal so sagen, ne? Genau. So, jetzt dürfen Sie mir, weil ich rufe Sie ja auf einer, nee, auf einer Handynummer rufe ich Sie an, oder? Nee, Festnetz. Festnetz, okay, weil ich brauche eine Handynummer von Ihnen, damit ich Ihnen auch das Ganze ausgefüllt schicken kann. Haben Sie eine Handynummer? Ja, Sie brauchen jetzt hier eine Handynummer, damit Sie halt von mir eine Unterschrift bekommen kann und wir hier einen rechtsgültigen Vertrag eingehen können nachher. Das geht natürlich jetzt hier in dem Fall nicht, weil wir wollen uns ja erstmal nur anhören, was Sie hier uns für einen Quatsch verkaufen wollen. Wie gesagt, grundsätzlich ist das, was sie jetzt hier tut, kein illegales Produkt, so wie mit diesen Trading-Betrügern. Also die verkaufen ja theoretisch ja auch ein legales Produkt, nur dass es das Produkt nicht gibt, was die da verkaufen. Hier gibt es das Produkt schon und das Produkt an sich ist auch erstmal legal, auch wenn ich es jetzt persönlich fragwürdig halte. Aber naja, es ist und bleibt hier eine Kaltakquise, was sie tut, denn auch das hier ist ein Verkauf. Auch wenn's ja, wenn ich jetzt hier kein Produkt in dem Sinne kaufe. Es bleibt einfach eine Kaltakquise und ist so nicht erlaubt, weil ich habe hier einfach keine Anruferlaubnis gegeben. Und nochmal, es muss nicht sein, dass die Firma, die dahinter steckt, jetzt hier den Fehler begeht, um einfach anzurufen. Es sind oftmals ja externe Dienstleister, externe Callcenter nennt man Outsourcing. Das heißt, man sourced die Kundenakquise einfach auf externe Dienstleister aus und die müssen sich dann da eben gucken, wie sie da ihr Geld zusammenbekommen. Naja, und genau das ist halt eben auch das Problem an dieser Geschichte der Gelderwirtschaftung. Wenn die Firma selbst also nicht mehr für ihr Geld arbeitet, sondern andere für ihr Geld arbeiten lässt, bekommen ja die, die jetzt hier eben gerade anrufen, ja nur dann Geld davon ab, wenn sie mir was verkauft haben. Und wenn sie das nicht tun, dann verdienen sie halt eben nicht so viel und das Geschäft läuft schlecht und naja, keiner hat mehr Geld. Und das ist eben auch das Problem an der ganzen Geschichte. Denn das nötigt gerne mal externe Callcenter dazu, dass die nicht so ganz sauber ihr Geld verdienen und einfach alle Nummern, die sie bekommen können, anrufen, um dann, naja, eben noch Geld zu machen. Das ist das Problem an diesem Geschäftsmodell. Das Problem fängt bei dem Kernprodukt an, also bei der Firma, die jetzt hier involviert ist. Ja, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, wieder ein eigenes Callcenter zu eröffnen und vernünftiges Geld zu verdienen und nicht nur Dollarscheine in den Augen zu haben, um andere die schmutzige Arbeit machen zu lassen. Ich find's halt irgendwie ein bisschen schade, ne? Auch wenn ich jetzt von dem Produkt selbst nichts halte, da muss halt jeder selbst einsteigen, habe ich jetzt auch nicht so die Ahnung davon. Allerdings, als ich mich persönlich mal damit beschäftigt habe, habe ich es dann irgendwann sein lassen, weil so, umso tiefer ich dort recherchiert habe, es ging um eine Rente. Naja, also das, was dann da an Auszahlungsversprechen zum Schluss dahinter stand, hätte ich es auch mit dem Einzahlen sein lassen können und das habe ich dann auch getan. Also nicht eingezahlt. Ne, da habe ich bloß eine Berufshandynummer, ein privates habe ich gar nicht. Smartphone haben Sie gar nicht? Na doch, von der Arbeit, aber das kann ich nicht privat nutzen. Ach so, ich kann Ihnen das ja über die SMS, über die E-Mail, das könnte ich auch machen. Ja, okay, dann machen wir das da. Handynummer dürfen wir trotzdem mit aufnehmen oder nicht? Nee, gar nicht, denn. Mm-mm. Guck mal eben, dass wir das dann. Ich denke mal, Sie sind ja im WLAN, ne? Dass das kein Problem für Sie ist. Genau. Dann mache ich das per E-Mail, so kleinen Moment. Was nutzen Sie? Betriebssystem brauche ich ja gar nicht fragen. Android oder iOS, Sie haben das ja jetzt gar nicht über die E-Mail, das ist ja uninteressant. So, Moment. PC ist nicht immer so schnell. Die Frage nach Android oder iOS hier in dem Fall ist vielleicht sogar mal berechtigt. Denn wenn es hier um so Unterschriftenfelder geht, die müssen halt auf euren Browser angepasst sein, also auf euer Internetfenster. Ja, auf einem Google-Telefon, also mit Android, hat man ja meistens Google Chrome.
Auf einem iPhone nutzen die meisten iOS als Browser. Safari. Safari als Browser unter dem Betriebssystem iOS, so rum. Aber ja, das ist halt eben auch jetzt der Knackpunkt, warum die das fragt. Denn dadurch, dass es verschiedene Browser-Versionen sind, funktioniert dieses Unterschriftenfeld eben auch nur da, wo es für gemacht ist. Und deswegen fragt die das jetzt hier vorher ab, weil das System bei denen nicht automatisch erkennt. Es gibt Webseiten, die können das automatisch erkennen, auf welchem Betriebssystem sie sich jetzt befinden und wo sie geöffnet wurden. Das ist möglich, dass man euren Browser ausliest. Also man kann da tatsächlich sogar eure Gerätedaten auslesen. Zum Beispiel, also ihr klickt auf einen Link und dann können die da sogar sehen, ob ihr ein iPhone oder ein Samsung-Telefon benutzt habt. Welches Gerät das ist, also ein iPhone 11 oder 12 oder ein Samsung Galaxy, das können die da tatsächlich auslesen. Auch die Bildschirmgröße und solche Geschichten. Bei denen hier geht das scheinbar nicht, warum auch immer. Billiges System wahrscheinlich. Deswegen muss der Mitarbeiter jetzt hier an der Stelle nachfragen, was ich benutze, damit der Link, der mir zugeschickt wird, dann auch tatsächlich funktioniert. Mehr Hintergrund steckt hinter der Frage jetzt eigentlich nicht. Mhm. Aber da habe ich hier einen Trüger, dann können wir das einmal so machen. So. So, die E-Mail ist unterwegs. Müsste jetzt gleich jeden Moment bei Ihnen eintreffen. Ist aber noch nicht gekommen, oder? Weil bei mir rödelt der PC irgendwie noch. Nee, ist noch nichts da. Okay, kein Problem. So. Vielleicht hat er noch Wochenende. Oder ist er noch auf den Feiertag eingestellt? Ja, jetzt müsste die E-Mail da sein, sehe ich gerade. Also es ist ja mal eine deutsche freundliche, haben wir ja tatsächlich ziemlich selten hier. Aber dieses Gelache und der Smalltalk, der dient ja hier eigentlich nur dazu, mich schön an der Leitung zu halten, damit ich auch nicht irgendwie von der Laune umkippe und doch nicht mehr das Produkt haben möchte. Im Grunde genommen ist das nur so ein Verkäufertrick, schön freundlich und höflich zu bleiben, bisschen zu lachen, ein bisschen Smalltalk zu halten, auch das mit dem Feiertag vorhin. Es dient eigentlich nur dazu, dass man mich bei Laune hält. Kann man positiv oder negativ sehen, ich meine, einen unfreundlichen Verkäufer will man ja auch nicht haben, aber im Grunde genommen ist das quasi Lektion 1 einer Verkäuferschulung. Mehr ist es auch nicht. Also das, was den Trading-Betrügern, die wir hier sonst meistens hören, komplett fehlt. Ist er hier rausgegangen? Ja, aber es dauert ja auch manchmal ein bisschen. Ach, alles gut. Nee, also wie gesagt, schauen Sie in Ruhe. Manchmal, wenn Sie die Adresse nicht kennen, dann landet die ja vielleicht auch im Spam, das kenne ich ja auch. Vielleicht nochmal aktualisieren, müsste das ja eigentlich gehen. Ne, ist noch nichts da. Ne? Auch nicht in den Spam-Ordner gerutscht? Okay. Mach nochmal, aber nicht, das kann jetzt natürlich sein, dass die dann genau zweimal bekommen. Das hatte ich auch schon hier. Wenn ich die jetzt nochmal verschicke. So, tut sich da jetzt irgendwas, wenn Sie das aktualisieren von der MDCCFun, ne? Haben Sie halt .de. Ne, ist noch nichts da. Das kann auch mitunter mal 10 Minuten dauern, bis das kommt. Echt? Ah, okay, okay. Das ist ja dann nicht die beste Verbindung, sagen wir mal, ne? Oder? Das Postfach ist halt hier so voll gemüllt. Ach so, okay, ja gut. Ich bin auch manchmal zu faul, was zu löschen. Ich kenne das. Das ist, oder haben Sie noch eine andere, eine Alternativ-E-Mail? Nee, weiter habe ich jetzt nichts, außer nur für die Arbeit. Also, ja gut, nee, die würde ich jetzt nicht, dass Sie da Ärger bekommen, ne? Nee, ist noch nichts da. Wenn nicht, dann gucke ich da später nochmal rein. Okay, nur dann ist das so, wenn Sie das gleich bekommen, dann sind Sie im Grunde über den Link direkt bei mir auf dem Bildschirm, dann sehen Sie im Grunde Ihre Daten. Ne, dann können Sie ja sehen, Ihre Daten, die des Arbeitgebers, dann zeige ich Ihnen auch, das ist also alles möglich, über den Link auch gerne nochmal eine Musterlohn abrechnen, wie das dann bei Ihnen beim nächsten Gehalt aussieht, ne, wo Sie das überhaupt finden, dass Sie das auch schon mal wissen, wo Sie zum Beispiel Daten ändern können, das kann ich Ihnen gleich alles zeigen, ne, wenn Sie das einmal geöffnet haben. Ach so, aber ist noch nicht da bis jetzt. Okay, also Sie sagen ja, das dauert manchmal nur so 10 Minuten, ne, oder? Genau. Was ich jetzt natürlich machen kann, das ist ja auch kein Problem, dass ich Sie nochmal in 10 Minuten anrufe. Ja, dann probieren wir es so. Ne, ja, dann können Sie in Ruhe gucken und dann machen wir das gleich weiter, ja? Supi, dann bis gleich, Herr Trüger, ja? Jo. Gerne, tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, sie hat dann tatsächlich auch nach 10 Minuten versucht, ein paar Mal nochmal anzurufen. Allerdings habe ich dann hier vergessen, dass ich gleich nach dem Gespräch noch einen Termin hatte und dann das Gespräch natürlich nicht angenommen habe. Ja, also die Geschichte mit Google ist natürlich erfunden, mehr oder weniger. Letztendlich über YouTube ist man ja vielleicht nicht angestellt, aber Freiberufler bei YouTube oder bei Google. Also YouTube ist ja Google.
Ja, aber es ist schon fragwürdig, wie die das verkaufen. Ich meine, die war höflich, freundlich, alles in Ordnung. Aber der Anruf selbst war einfach nicht legal. Denn eine Anruferlaubnis hat es hier in dem Fall nicht gegeben. Es ist definitiv Fakt. Denn eine Anruferlaubnis sieht ja wie folgt aus. Ihr tragt euch irgendwo ein und jede Firma, absolut jede Firma, die dann bei euch anrufen möchte, braucht eine eigene, separate Erlaubnis, bei euch anzurufen. Aber hier von Anfang an hat man das Ganze ja schon vorweggenommen und gesagt, ja, man rufe alle Leute an, die halt arbeiten sind. Und dann hat sie mich ja gefragt, ob ich arbeiten bin. Es ist schon irgendwie fragwürdig. Aber wie gesagt, das Geschäftsmodell, wie das Ganze verkauft werden soll, ist ja schon fragwürdig. Nicht die Firma an sich, das kann alles gut sein. Habe ich jetzt hier nicht in die Tiefe recherchiert, habe ich jetzt auch erstmal, wo ich es jetzt erstmal so eingegeben habe, nichts so Negatives zu gefunden, außer das Übliche, was man halt sonst so immer sieht. Aber es ist schon, tja, also es lauern überall Gefahren, wo man aufpassen sollte. Und ich finde, solche Verträge schließt man hier auch einfach nicht einfach mal so am Telefon ab. Solche Verträge sollte man sich ganz in Ruhe lange genug durchlesen, lange genug recherchieren, bevor man irgendwelche vermögenswirksamen Leistungen macht. Es gibt ja auch viele Arbeitgeber, die von vornherein schon irgendwelche wirksame Leistungen anbieten. Muss man auch nicht immer machen. Also persönlich habe ich da nun schon, also nicht nur einmal, schon bei verschiedenen Arbeitgebern sowas angeboten bekommen mit einer Rente. Und wenn man da ein bisschen recherchiert hat, war es eigentlich immer nicht wirklich lukrativ. Da habt ihr mehr drauf gezahlt, als am Ende dann wieder rausgeholt werden kann. Es ist halt so. Letztendlich, eine Versicherung ist ja nicht dazu da, um euch irgendwie was Tolles zu geben. Eine Versicherung ist auch letztendlich nichts anderes als eine Firma, die Geld verdienen möchte. Von daher ist es immer lukrativer, wenn man sein Geld auf die hohe Kante packt und vielleicht wirklich tatsächlich in Gold oder sowas investiert, aber dann das Gold aber auch zu Hause liegen hat. Wenn man das alles nur online und digital macht, machen wir uns einfach abhängig von der digitalen Welt. Von daher sollte man da immer genau überlegen und drüber nachdenken, was man tut. Immobilien ist ja heutzutage auch schon wieder in der Schräglage, ob man damit auch noch seine Rente aufbessern kann. Fragwürdig alles heutzutage. Muss man wirklich aufpassen. Naja, aber ich habe euch noch ein Gespräch mitgebracht. Schauen wir uns auch das mal an. Hallo? Ja, bitte. Ja. Herr Steiner, wie geht es dir? Alles gut? Entzückend. Freut mich. Mein Name ist Jon Meyer und ich bin ein Finanzagent. Also ich habe dir angerufen von einem Unternehmen mit Sitz in London. Mhm. Wir sind Universal Trade. Ja. Also, wir sind eine Plattform, das arbeitet in 5 großen Online-Märkten. Mhm. Unsere Experten machen jeden Tag Vorhersage und Analyse über die Preise. Vorhersage. Also, wie bitte? Vorhersage. Vorhersage, ja. Und Analyse über die Preise von Online-Märkten. Wie geht das mit der Vorhersage? Also, unsere Experten machen Vorhersage. Ja, und wann du willst, du kannst investieren und dann Geld gewinnen natürlich. Ja, wieder das absolute Gegenbeispiel zu vernünftigen Kundenservice und ein seriöses Produkt. Absoluter Wahnsinn. Da wollen sie uns wieder irgendeinen Trading-Mist verkaufen und man wüsste ja schon im Voraus wieder, dass der Kunde ganz reich wird, wenn er da mitspielt. Ich frage mich immer, woher die das wissen. So richtig erklären können die das auch nicht. Die sagen immer nur Vorhersage. Und wenn man da mal ins Detail geht, dann war es das eigentlich schon mit dem Gespräch. Naja, schauen wir mal weiter. Ja, wie geht das mit der Vorhersage? Also, wir machen Vorhersage über die 5 großen Märkte online. Hast du früher gehört über Cryptocurrencies wie Bitcoin, Forex? Ja. Und so? Forex? Ja. And Rohstoffe, Aktionen und Indizes. Ja. Also, du kannst investieren in Aktionen in Amazon oder andere Firmen. Ja. Also, wir können zusammen offen einen Account bei unserem Unternehmen und dann unsere Experten würden dir helfen, wo du soll investieren. Also, du kannst machen ein Investieren in eine Kurzzeit oder Langzeit. Ja. Also, bist du bereit, so offen ein Konto mit einem Minimum
250 Euro und dann du hast da die 250 Euro zum Investieren. Mhm. Ja, können wir offen. Hast du eine Desk da? Was ist denn das? Anydesk ist eine Applikation, das du kannst download von. Hast du Personal Computer oder bei Handy? Tja, also da der hier uns schon wieder nicht vernünftig erklären kann, was Anydesk ist. Anydesk ist ein Fernwartungsprogramm, womit Fremde auf euren Rechner zugreifen können und eure Maus und Tastatur benutzen können und euren Bildschirm sehen und dadurch euren Computer komplett aus der Ferne steuern können. Es gibt auch Alternativprogramme wie VNC oder Remote Desktop oder TeamViewer und da gibt's auch noch ganz viele andere. Grundsätzlich sind die Programme jetzt nichts Falsches. Man kann in der Familie euch damit helfen oder wenn ihr bei einer Computerfirma selbstständig anruft und dann ja um Hilfe bittet bei der Einrichtung von irgendwas. Das ist alles in Ordnung. Wird hauptsächlich in Firmen benutzt, um zum Beispiel auf dem Kassen-PC Updates aus der Ferne einzuspielen. Also eine große Firma, Verkaufsfirma mit vielen Filialen, hat überall kleine Stores und der IT-Techniker kann natürlich nicht durch ganz Deutschland oder Europa fahren, um überall die neueste Software auf den Computern aktuell zu halten. Dafür benutzt man eben Fernwartungsprogramme, um eben aus der Ferne auf den Kassen-PC zum Beispiel zuzugreifen und Updates einzuspielen. Aber fremde Leute, die euch das einfach mal so anbieten, ach, ich will mal auf deinen Computer ein bisschen rumlümmeln, da würde ich die Finger definitiv davon lassen, denn grundsätzlich kann man über diese Programme ziemlich viel Scheiße auf eurem Computer anrichten. Man könnte zum Beispiel euren Bildschirm kurz mal schwarz schalten und irgendwas währenddessen installieren. Sollte sowas schon passieren, dann reißt sofort alle Stecker aus eurem Computer, dass der Strom, also direkt den Strom ausschalten vom Rechner, dass da keiner mehr weiter drauf rumfummeln kann. Denn sind die erstmal auf eurem PC und haben irgendwas installiert, was da nicht hingehört, dann ist die Gefahr sehr groß, dass die auch in Zukunft ohne euer Wissen Zugriff zu eurem Computer haben. Man kann das natürlich auch einstellen und perfektionieren, aber da muss man sich eben auch mit auskennen, dass ihr höchstens euren Bildschirm zeigt, also streamt, ne, dass der andere gucken kann, was ihr macht, aber selber nicht zugreifen kann. Aber da muss man eben wieder Ahnung von haben. Und die Leute, die hier anrufen, haben in der Regel von sowas keine Ahnung. Natürlich gibt es immer Menschen, die das wissen, wie das Ganze funktioniert. Aufpassen muss man hier allerdings extremst. Denn selbst wenn Menschen wissen, wie das Ganze funktioniert, kann man euch austricksen und irgendwelche Software auf eurem Computer installieren. Da gibt es verschiedene Wege. Was? Hast du einen Personalcomputer? Isn't it? Du musst download Anydesk. Muss ich? Anydesk ist eine Applikation. Was macht Anydesk man damit? Ja, kannst du jetzt machen und wir können zusammen offen eine Konto. Und was macht man mit dem Programm? Du offen die Konto und dann kannst du investieren und unsere beste Experten würde dir sagen, wo du soll investieren. Mhm. Also erste Mal wir offen eine Konto mit einem Minimum 250 Euro und deine Geld sind in deine Konto 250 und wir würden dir geben einen Bonus 50 Euro. Ja. Also du gemeinsam, du hast 300 Euro dann. Mhm. Ja. Kannst du download Anydesk bitte? Was macht das Programm? Download Anydesk ist eine Applikation. Und was macht das Programm? Wir können zusammen offen die Konto bei Anydesk. Wir können zusammen machen diese Konto. Tja, also so richtig erklären könnt ihr ja nicht, was das Programm hier bei mir machen soll. Er will auf meinen Rechner. Warum? Weiß er wahrscheinlich selber nicht so richtig. Er will mit mir zusammen das Konto einrichten. Er kann ja tatsächlich auch sein Ziel sein. Muss ja nicht zwingend das Ziel sein, jetzt noch eure Daten zu klauen. Könnte aber sein. Ja, Fakt ist, die wollen es halt einfach haben. Wenn die euren Bildschirm sehen, dann ja, kann man halt dabei zugucken, wie ihr euch bescheißen lasst. Ist viel einfacher und man kann den Kunden ja quasi dazu nötigen, hier noch zu klicken und da noch was zu machen. Und man kann die Geschwindigkeit bestimmen. Man kann bestimmen, wo eure Augen hingehen. Dass ihr zum Beispiel nicht noch irgendwie auf der Website ein bisschen rumsucht. Weil, naja, dafür ist ja keine Zeit. Man möchte ja nur eure 250, 500 oder 1000 Euro haben. Fragen stellen ist unangenehm und wenn man hier irgendwie noch auf der Website ein bisschen rumscrollt, währenddessen der da am Telefon ist, oder vielleicht die Domain falsch eingibt und es sich deswegen in die Länge zieht, das will man halt damit verhindern. Ja, damit ihr halt eben nicht noch irgendwo was lest und Verdacht schöpft,
will man halt eben dabei sein und eben ja, euren Blick steuern, wo ihr denn jetzt hinklickt und was ihr als nächstes tut. Denn wenn ihr mit dem netten Onkel erstmal beschäftigt seid und der auf eurem Rechner ist, dann ist die ja die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da noch großartig rumscrollt, ein bisschen geringer. Oder er kann das Ganze vielleicht gleich mit irgendwelchem Blabla unterbinden, dass ihr wieder das tut, was er von euch möchte. Geld einzahlen. Verstehe ich nicht. Download Anidesk, bitte. Ja, was ist denn das? Ich hätte gerne mal eine Erklärung. Anidesk, dann wir haben beide zusammen Screen. Was ist das? Hast du deine Handy da? Ich hab sie nicht verstanden. Kannst du Download Anidesk, ist eine Applikation. Na, sobald ich weiß, was das ist. Ich kann dir schicken bei WhatsApp. Benutzen Sie WhatsApp vielleicht? Was denn mit dem Programm Anidesk? Wozu Anydesk. Ist das gut? Ja, ist eine Applikation. Und wozu ist das gut? Und ja, du kannst offen einen Account von da. Also geht nur damit. Wir müssen zusammen machen, weil ich glaube, du kannst nicht selbst machen, diese. Warum nicht? Ja, aber kannst nicht. Ich weiß besser, wieso wir machen das. Ja? Anidesk ist eine Verbindung mit meinem Computer und deinem Handy. Aha. Ja, das ist der Grund, warum sollst du download diese Applikation. Und wozu brauchen wir das? Du brauchst Anidesk zum Verbindung unsere Computer. Aha. Meine und deine. Ja. Also gucke ich dann auf Ihren Computer drauf. Computer oder Handy? Kein Problem. Okay, und wie geht das? Dann wir zusammen offen die Konto bei Easy Crypto. Easy Crypto? Ja, Easy Crypto for you. Und jetzt? Herr Steiner? Ja? Kannst du mich hören? Schlecht, ja. Hast du Download an die Desk? Ich kann dir schicken bei WhatsApp. Wenn du ganz nichts gefunden. Ja. Benutzen Sie WhatsApp. Kann ich schreiben dir da. WhatsApp ist unseriös. E-Mail. Sowas habe ich ja. Okay. Dann, bitte, kannst du suchen Anidesk in der Applikation Store? Wo? In deine Handy. Anidesk. Handy? In deine Handy. Anidesk. Bitte. Und wozu im Handy? Hallo, Herr Stein. Ja, hallo. Bitte, kannst du download diese Applikation Anidesk? Wo mache ich das? App Store. Wie kommt man dahin? Hallo, hallo. Bitte, Herr Steiner. Ja. Kannst du gehen bei App Store in was deine Hände? Das? Ja, und download Anidesk. Was ist App? App Store. Kenn ich nicht. Schau mal, ist in deine Hände. Wie soll das da drin sein? Verstehe ich nicht. Herr Steiner, ja? du musst download Anidesk. Und haben wir können das mehrfach gesagt, ja. Anidesk. Download bitte. Ja, aber wo? Sucht Anidesk. Wo denn? Wo du willst. In Explorer, Internet, in Google. Anidesk. Soll ich bei Google eingeben? Ja, Anidesk. Ja, dann gebe ich das bei Google ein. Ja, Anidesk. Wie schreibt man das? Anidesk. Mit Y? Oder mit ja, I? Ja, mit Y. Hast du besuchen? Was? Hast du sucht? Was? Hast du gefunden? Nee. Wieso? Warum nicht? Wie sieht das aus? Anidesk, bitte. Wie schreibt man das genau? Ja. Wie schreibt man das genau? Hallo? A-N-Ü, bitte. Desk. A-N-Ü. Ü, Desk. A-N-Ü. Und dann? D-E. Also ein L und ein E, ja. E-S-K. Was? S-K. S-K. Also A-N-Ü-E-E-S-K-A-I. K. Okay. Dahinter. Ja, habe ich. Okay, besser. Sucht. Was? Hast du gefunden? Nee, ich glaube nicht. Also A, N, Ü, Ä, E, E, S, K, A, I, K. Anidesk, Mann. Anidesk.
habe ich so geschrieben, wie sie buchstabiert haben. Es ist ein Applikationen mit roter Farbe. Ich bin jetzt hier bei Google. Ja, besuch ja. bitte. Was? Schreib Anydesk. Da müssen Sie nochmal buchstabieren. Anydesk, Mann. Schreib Anydesk bei Google. Und ja, dann wie schreibt kannst man du das? Lev. Was? Wie schreibt man? Herr Gerold. Herr ja? Gerold. Machst du Spaß oder was? Können Sie mich lachen? Ja, aber du machst Spaß. Also. Kannst du nicht verstehen, Anydesk? Applikation. Ja, ich kann das ausländische Wort nicht schreiben. Ich kenne das nicht. Da müssen Sie buchstabieren, richtig. Ah, Mann. Besuch bitte bei Applikation. App Store. Geh zum App Store. Was Handy hast das denn? Du? iPhone. Soll zur Apple gehen oder wie meinen Sie das jetzt? Helfen die da denn? Wo hast du Download andere Applikationen? Im App Store. Oder ja, wie meinen Sie das jetzt? Geh bei Apple Store, bitte. Okay, rufen Sie dann nochmal an, wenn ich dann da bin oder sind Sie da vor Ort? Geh bei Apple in Berlin Store dann, bitte. Oder wo? In Berlin im Apple Store. Apple Store. Ja. Geh bei Apple Store und download Anydesk. Welchen Apple Store? Der auf dem Kurfürstendamm? Es ist bei deinem Handy. Verstehe ich nicht. Ich auch. Kann ich dir verstehen. Ich dachte, ich soll jetzt auf Google eingeben. Ja, wo du willst. Bei Google oder bei Apple Store. Ja, zum Apple Store müsste ich halt jetzt erst hinfahren. Wo du willst. Egal. Du kannst gefunden, Anydesk. Google, Apple Store, wo du willst. Also soll ich jetzt zum Apple Store fahren, oder wie? Ja. Nach Berlin. Nach München, Regensburg. Das ist zu weit. Wo bist du? Welche Stadt? Für Berlin. Berlin? Ja. Ach so, was machst du in Berlin? Gay Parade. Was? Gay Parade. Was ist das? Tja, das hat er uns nicht verraten, was die G-Parade ist. Tja, ich find's immer wieder beeindruckend, was da für Leute eigentlich arbeiten, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen. Wobei man das Ganze ja nicht Arbeiten nennen kann. Es ist ja bandenmäßiger Betrug, gewerbsmäßig. Gewerbsmäßiger, bandenmäßiger Betrug. Ja, es ist traurig, was da für Menschen sitzen und wie die mit uns umgehen. Und wenn sie nicht weiter wissen, dann versuchen sie einen noch irgendwie zu beleidigen oder wenigstens zu erniedrigen oder, ja, keine Ahnung. Ich finde es immer wieder erstaunlich. Das Problem ist, die haben leider damit Erfolg. Denn grundsätzlich rufen die ja automatisch die Menschen an und irgendwann geht jemand an die Leitung, der da sein Geld einzahlt. Traurig, traurig. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gut informiert. Wenn ja, dann gibt's mir oder zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ja, und wer mag, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.